Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Berzens von Gaubatz. Ja, und es reißt nicht ab. Also wir zeigen euch schon wieder die neu eingetroffenen Highlights der Woche und starten mit leichten Outdoor-Jacken, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind so richtige Übergangsjacken, die wir euch heute zeigen. So. Ja, der altbewährte Klassiker wieder von Harrisworth London. Gibt es in mehreren Farben. Ich habe ihn jetzt mal in Schwarz an, der ist wieder ungefüttert. Das ist unser Cocoon, den alle toll finden, den wir toll finden und der nicht aus unserer Order rausgeschmissen werden kann, auch wenn wir es noch so oft versuchen, weil ihr wollt ihn immer wieder haben und deshalb zeigen wir ihn euch auch immer wieder, mal in anderen Farben. Letzte Woche hatten meine Mutter schon in Dunkelblau gezeigt. Jetzt zeige ich ihn halt in Schwarz. Und genau, also der ist wieder, wie gesagt, ungefüttert, richtig lässig, tolle Form und immer wieder. Das Schöne bei diesem Mantel ist, dass der hier oben ist der ein bisschen weiter gestimmt und geht dann unten, machen wir zu. Ja, wie ein Cocoon. Ja, und dann geht er unten so richtig schön schmal zusammen. Der macht also eine ganz tolle Silhouette. Ja. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele wir von diesen Mänteln schon verkauft haben und noch verkaufen werden, weil die Warteliste ist auch wieder da. Also es ist wirklich Man kann immer mal zum Beispiel, wenn es dann wirklich ein bisschen nasskalt wird und so weiter, man kann eine ärmellose, also eine Daunenweste drunter ziehen, dann hat man warm. Die man dann hochzieht. Oder auch eine dünne Daunenjacke, weil der Ärmel, der gibt es schon her. Also ihr könnt natürlich keine richtig dick gefüllte Daunenjacke drunter ziehen, aber so eine Ultralight-Daunenjacke, wie ihr sie wahrscheinlich alle im Schrank hängen habt, die passt da locker drunter und die geht auch super in Pink oder in einer Knallfarbe oder irgendwas, habt seid da ein bisschen das farbenfroh. Das ist ein Lode und der ist also auch so, dass da kann man also schon mit durch den Regen gehen. Das ist also jetzt, wie gesagt, das ist ein Loden und ganz dünner. Also ein Spaziergang im Feld in Dauerregen wird schwierig, aber jetzt hier mal so durch die Stadt, alles gut, ist das also absolut okay. Ja. Ja, was hast du unten drunter? Oder soll ich erst meinen? Ach so, ja, mir ist egal. Aber ich mach. Gut, perfekt. Vorbereitet, immer. Ja. Also, hier zeige ich euch erstmal wieder einen tollen Kaschmirstoff. Weil Charles ist diese Saison mein Lieblingsaccessoire. Also, ein Schal von Pur Schön. Reines Kaschmir in diesem tollen, was ist das eigentlich für ein Muster? So, keine Ahnung, irgendwelche. Es sieht aus wie so Korallen, so irgendwie. Das nennt sich Camouflage so ein bisschen. Camouflage oder so. Also Camouflage Green ist auf jeden Fall die Farbbezeichnung. Also das kann man auf jeden Fall zu fast allem ansehen. Zu dunkelblau, zu schwarz, zu Natur. Zu allen Grüntönen. Ja, muss man dann gucken, wie. Aber zumindest so ein Basic, weil meistens hat man ja eh dunkle Farbe dann jetzt in Jacken. Passt also sehr gut dazu. So, das jetzt war der Schal. Jetzt die Jacke. Ein Traum. Ein Traum. Echt. Lisa Young macht ja immer so zu der Herbstkollektion, also der ist von Lisa Young, macht ja immer so ein, zwei absolute Highlights. Die meistens sind es Mäntel oder Jacken in diesem reinen Kaschmir. Jetzt ist es diese Kavan-Jacke. Die ist also zweireihig, hat vier Knöpfe. Und Schalkragen, also den kann man also auch wirklich hoch zumachen, kann den Schal außen drumherum binden, Telefon. Und die ist ganz leger. Ich habe innen also richtig so eine echte Kabanjacke in zwei Reihen, innen nochmal den Knopf. Und ist hinten gerade geschnitten, hat die kleinen Schlitzchen. Ist ein ganz toll gestricktes, so ein bisschen ein fester gestricktes Kaschmir. Und hält also auch warm, muss ich sagen. Und das ist so eine Jacke wirklich zum Übergang. Wenn man so ein T-Shirt an eine Bluse oder irgendwie ein Pullischen oder was und die drüber. Die ist so toll leger. Also die würde ich echt auch als Übergangsjacke anziehen, richtig. Weil die einfach nur. Und das ist also, das ist ein Teil, das kann man anziehen man kann es ganz leger tragen. So wie ich jetzt. Eigentlich sollte es noch legerer sein, aber ich finde das jetzt nicht so gut an mir. Aber man kann das also auch, wie gesagt, schmal zusammen machen oder ganz weit und lässig. So, darunter haben wir jetzt eine neue Bluse, eine neue Blusenform von Solutionen. So ein Hemd ist das, und zwar ist das jetzt eben so ausgebogen.
also riesig. Das fällt also richtig groß aus. Soll aber auch so groß sein. Und ja, finde ich also auch mega. Gerade so, also ich trage sowas gerne mit schmalen Hosen. Es sieht auch toll aus, wenn man es auflässt und macht zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt diese ganz tief dunkelblaue Hose an von Rossi. Die schmale Form, die Susi. Man kann jetzt beispielsweise ein schwarzes Top drunter ziehen noch, oder weil das ist also so ein Black Blue, die Hose. Die kann man also sehr gut mit Schwarz kombinieren und mit Dunkelblau. Und dann kann man einen Rolli drunter tragen, man kann einen ärmellosen Rolli drunter tragen oder einfach nur einen Top oder so. Kann die Bluse auflassen als Jacke. Und ja, kann also auch eine weiße Bluse halt, ne? Zu allem kombinieren. Der Klassiker schlechthin. Ja, und die Schuhe hier wieder von Sohoff, die Sneaker, die mit einem schönen, diesem bequemen Fußbett, wo man also wirklich den ganzen Tag, wenn ich also hier den ganzen Tag bin und habe die Schuhe an, ich habe null Probleme abends. Das ist also wirklich enorm. So, meine liebe Tochter, kommst du jetzt auch mal wieder? Ja, ich bin auch da. Ja, sehr gut. Ich habe mich für einen Monochrom-Look entschieden, weil ich das zum Herbst hin, wenn die Tage kürzer werden und es sehr dunkel ist, finde ich das eigentlich ganz schön. Man hat noch diese Sommerbräune aus dem Sommerurlaub und dann finde ich solche Farben eigentlich richtig wunderschön. Und das ist jetzt ein neuer Pullover, ein Klassiker, den ihr schon kennt, von Henry Christ. Das ist ein Baumwoll, also 50 Baumwolle, 50 Kaschmir mit dem kleinen Turtleneck, ein bisschen schmäler geschnitten. Genau, den haben wir noch in diversen Farben neu reinbekommen. Das finde ich jetzt mal aber eine schöne neuere Farbe von Henry Christ, der ja eher so ein bisschen farbenfroh ist und so. Ich finde es aber mal ein bisschen zurückgehaltener auch mal sehr, sehr schön. Dazu habe ich Nine in the Morning die Korthose an. Die kennt ihr auch schon vom letzten Jahr und die ist so eingeschlagen wie eine Bombe bei uns. Und deswegen haben wir sie nochmal nachbestellt, beziehungsweise für jetzt geordert. Die sind jetzt auch wieder in neuen Farben reingekommen und ich finde das harmoniert ein tolles Outfit. Total gut, ja. Das kann man auch einfach nur mal mit einem Bläserchen drüber ziehen, ne? Dann kannst du ja, ist das genau, dann ein bisschen eleganter. Und ja, das ist wie der so Mantel in Schwarz, wie gesagt, wenn ihr dann schwarzen Blazer, einen schwarzen Jersey Blazer drüber zieht, auch super. Also da kann man so viel, kann man so viel machen. Genau. Und der Pulli, das ist ja so ein Modell, das ist ein total zeitloses Modell. Ne? Das ist also ein Pulli, der ist in 5 Jahren genauso schön wie jetzt. Noch genauso in wie jetzt. Und genauso toll von der Qualität her. Also wenn der, wenn der pfleglich behandelt wird, diese Henry Christ Pullis, auch Lisa Young. Also eigentlich alle Marken, die wir haben, die sind also genau total ausgetestet in der Pflege und in den Trageeigenschaften. Das ist also alles perfekt. Und ist also wirklich, selbst wenn die etwas hochpreisiger sind, die sind es wirklich wert, dass die Habt ihr oftmals länger von? Da, also Jahre, Vor Jahre. Allen Dingen kommen die super aus der Wäsche, also da verzieht sich nichts, da sieht nichts aus. Das kommt einmal raus bis andermal, alles perfekt. Genau. Und gut. Last but not least, die Sneaker, ich komme wieder zu euch vor, weil ich finde, die sind so ein bisschen Glitzer, also was heißt Glitzer, haben sie nicht, aber sind schon ein bisschen auffallender, aber trotzdem dezent mit dem hellen Blau, Platin so ein bisschen gehalten, dem Orange. So, jetzt mal wieder was ganz Klassisches. Und zwar haben wir eben im Moment ausgepackt diesen wunderschönen Blazer von Harris Worf. Der hat so ein kleines, so ein Fischgratmuster. Ist ganz weich, ungefüttert, also ist ganz einfach perfekt. Als dunkelblaue Blazer, den man also auch gut zum Herbst und zum Winter anziehen kann. Dazu habe ich einreihig diesmal, also wirklich nur mit zwei Knöpfen. Und aufgesetzte Taschen, ist also ganz weich, ist wie eine Strickjacke. Dunkelblau ist so momentan unsere Passion, gell? Ja, dunkelblau ist ja auch total angesagt. Dazu habe ich hier diesen Schal von Talking Walls an, der natürlich auch wieder super ist. Ich zeige ihn euch hier jetzt nochmal in dem großen Tuch. Und der hat einen Preis, der kostet 130 Euro. Das ist also wirklich ein ganz toller Schal. Ein ganz toller Preis auch für diesen Schal in diesem Muster. Das muss man nur mal so rumhalten. Also der hat alle möglichen Farben drin. Der passt so unheimlich viel. So, dann habe ich hier ein T-Shirt runter von Juvia. Unser normales Basic-T-Shirt. Das also sich schön anlegt, ist eine schöne Qualität, man fühlt sich wohl. Und die Hose
von Rossi. Das ist also eine Hose, die ist gerade geschnitten. Die ist also aus so einem schönen Jersey. So ein Jersey, so also ganz, ganz angenehm auch und ganz weich und zart. Also das ist eine tolle, tolle Winterhose. Die kommt übrigens noch in allen möglichen Farben und auch in Muster. Aber da wird es noch, dauert noch ein, zwei Wochen, bis die da sind. Und die Leo-Schuhe von The Hoff, diese Lava. Also die finde ich auch mega. So, Harris Worth zum dritten. Die Jacke ist mir jetzt ein bisschen groß. Das ist so eine Bomberjacke, die aber richtig cool ist. Deshalb möchte ich sie euch unbedingt zeigen. Die hat hier so ein Gummizug hier unten am Saum, hat ein kleines Stehbündchen. Wie gesagt, ist mir jetzt ein Ticken zu groß, aber ich finde es total super schön, super angenehm. Und es ist jetzt mal kein Mantel oder so, es ist jetzt mal was, ja, ein bisschen was Neueres. So Bomberjacken und Blousons und so sind ja sowieso total im Trend. Von daher darf natürlich auch eine Jacke von Harris Worth nicht fehlen. Natürlich klassisch in dunkelblau gehalten. Darunter habe ich ein Pullover an von Alhut. Und zwar hatte ich euch den schon mal vorgestellt in unserem Alhut-Special, ganz am Anfang. Da könnt ihr euch den nochmal genauer angucken. Ich finde es halt richtig schön, weil der hat so ein ganz, ganz tiefes Dunkelblau. Und genau. Mit dem beigen Ringel ist gerade geschnitten. Ich mache das hier mal gerade runter. So, also er ist nicht ganz lang, aber auch nicht kurz und ein bisschen schmaler von der Silhouette. Und dann habe ich mich, die Hose von Raffaello Rossi, die letztes Jahr ein totales Erfolgsmodell geworden ist. Deshalb wird sie jetzt von Raffaello Rossi als Basic-Modell geführt in einer neuen Waschung. Das ist die... Das ist die Vic Croft, genau. Unten leicht ausgestellt mit den Franzen. Und genau, also ein richtig cooles Modell, bewährt. Ihr liebt diese Form und ich glaube, dass die etwas dunklere Waschung jetzt natürlich auch sehr, sehr gut ankommt. Dazu habe ich die Hoff Sneaker in Grau an, die ich euch ja schon öfter gezeigt habe. Ein weiterer Klassiker, aber neu interpretiert, ist die weiße Bluse von Solutione. Übrigens, ich weiß nicht, ob es schon im Video erwähnt worden ist, also wir haben haufenweise neue Blusen bekommen, auch in Streifen und so weiter und so fort. Das werden wir euch dann irgendwann mal in einem Special, wenn sie denn noch da sind, mal zeigen. Das ist jetzt eine Bluse daraus, das ist eine Boxy-Bluse, die Kastik geschnitten ist mit sehr langen Arm, aber das Highlight an diesen Manschetten ist, dass die hier eine kleine Schmuckkante hat und was ich auch cool finde, eine aufgesetzte Brusttasche. Ich finde, das macht die noch so ein bisschen sportiver und nicht ganz so normal, wie man sie im Schrank hängen hat. Das ist dann diese tolle Qualität mit dieser Popelin mit so einem ganz so 2 oder 3% Elastan drin. Also die ist ja, wie sie immer sind. Das ja, ist ja also die gleiche, diese, immer wieder dieselbe. Diese wunderschöne, schöne Qualität. Da ist so einen kleinen Kragen hier oben. Und im Rücken, du müsstest dich mal umdrehen. Achso, ich drehe mich um. Ja, klar. Sieht man nicht. Ja, ist das so? Ja, ich glaube, so? Ja. Die hat dann diese Kellerfalte. Also das finde ich auch ganz super aus. Also sie fällt auf jeden Fall toll. Und genau. Genau, dazu, ich habe euch ja schon die helle Cordhose gezeigt. Alternative ist eben gerade die Hose, auch von Nine in the Morning ist die Hose reingekommen in lang und mit ein bisschen Glitzer. Glitzer, Glitzer, es wird langsam. Ja, es sind ja nur noch 3 Monate bis Weihnachten, also wir feiern in 3 Monaten den ersten Advent. Da kann man ja mal schon mal was zeigen, was da eventuell für tauglich ist und wir fanden das jetzt so einen ganz guten Einstieg. Ja. Dazu habe ich, die haben wir noch gar nicht gezeigt, die Sneaker in Orange Leo. Leo Mania die geht, Hose so ein bisschen geht weiter. So. Halt so, ja genau. So, da seht ihr den Sneaker. Ich zeige es euch nochmal besser. So. Und ich finde, das macht immer viel her, wenn man sich relativ klassisch kombiniert. Weiße Bluse, schwarze Hose ist ja jetzt nicht das Aufregendste auf der Welt. Und dann aber entweder einen coolen Schal oder einen coolen Gürtel. Ich habe mich jetzt halt für die neuen Sneaker entschieden in Orange, weil ich finde, das Outfit lebt da so ein bisschen davon.
So, genauso wie bei dir, Frau Merz. Zwei ja. Klassiker in. Also, das sind zwei Teile, die man. Also, ich habe es jetzt mal angezogen. Ich habe jetzt dieses, das ist so ein ganz leichtes Polo. Das ist eigentlich eine Polo-Jacke, die man also aufmachen kann, kann ein T-Shirt drunter und so weiter und so fort. Diesmal ist die in Wolle, in so einem ganz feinen Merino. Hat hier neben diese Ausbuchtungen, wie ein Hemd geschnitten. Und ich trage sie jetzt ganz einfach mal zu einem Seidenrock. Weil ich finde diese Seidenröcke, wie sie jetzt total angesagt sind, einfach mega. Das ist Sommer, Winter, also immer tragbar. Ich habe jetzt keine Strümpfe an, sondern ich habe mir jetzt Turnschuhe, einen Sneaker dazu genommen, einen klassischen weißen. Das sieht genauso gut aus mit dicken schwarzen Strumpfhosen, mit Stiefel, mit Chelsea Boots. Ja, also Laufhaar, alles ihr könnt da völlig ja, frei aber gerade im Moment ist mal wieder hier die Sonne rausgekommen. Bei unseren Aufnahmen denke ich auch jetzt irgendwie. Jetzt brauchst du wieder weiße Sneaker, ne? Jetzt brauchst du wieder weiße Sneaker. Weil ich denke mal, wenn das Wetter jetzt so wird, so zwischen 15, 20 Grad oder sowas, dann ist das ideal. Das ist also, man ist leicht angezogen und ist trotzdem ein bisschen was im Arm, man kann es hoch machen. Hat also auch hier diese Knopfleiste, also wie ein richtig schönes Hemd. Und hinten hat es, glaube ich, auch diese helle Naht, ne? Kann das sein? Nein. Nein? Nein, nur seitlich. Ach, seitlich hat es diesmal die Naht, okay. Ja, gut. Ja, also, wie gesagt. Und, das muss ich euch noch dazu zeigen. Jetzt wird es spannend. Es gibt natürlich zu diesem Rock als Alternative zu einer festlicheren oder feineren, zum anderen Anlass, wenn es also ein bisschen elegant sein soll, ist das diese Seidenbluse und die ist ganz toll geschnitten. Die ist also so kurz und kastig, hat diesen weiten Arm und das ist ganz einfach ein mega Teil. Natürlich auch zu jeder schwarzen Hose, zu jedem schwarzen Rock oder auch zu dunkelblau, im Sommer zu weiß. Weil das sind halt auch alles Teile, die man das ganze Jahr über anziehen kann. Ja, mal zur Jeans. Zu einer Jeans sieht das super aus, ja. Eine schöne Hose. Im Urlaub, jetzt haben wir nochmal vielleicht einen Weihnachtsurlaub. So Bermuda sieht auch cool aus. Genau. Das Hemd dann noch da drauf, quasi über die Bluse und auflassen. Hat man eine schöne Jacke. Hat man eine schöne Jacke dazu. Das sind ganz tolle Kombinationsklamotten. Ja. Stimmt's? So ist es. So ist es. So, das war's also, mal. Also, Neues, wie gesagt, die Woche Harris Wharf London und richtig coole viele. Hemden von Solutione zeigen wir euch demnächst, wenn die Zeit reif dafür ist. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao.